Hallo und willkommen zurück bei RimWorld und ich muss kurz minimieren, weil ich die Kommentare weggedrückt habe. Ja, geh! Super Start in die Folge. So muss das sein. Heute ist mein erster freier Tag. Also ich habe jetzt Urlaub. 3 Schichten. Ungefähr einen Monat. Warte, wie viel ist heute? Heute ist der 22.8. Und ich habe bis zum 24.9. Urlaub. Yes! Naja, was machst du in Corona-Zeit? Nichts. Gut. Ich fange mit den Kommentaren an. Ich fange mit Heuermann an. Ein Wanderer, Handwerk, Schmied, wäre doch was. In diesem Ding bin ich auch im Real Life begabt. Oh, nice. Ich wäre gern auch im Handwerk etwas begabter. Aber ich bin es leider nicht. Wobei meine Hälfte von meiner Family ist eigentlich ultra gut in Handwerk. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu faul. Egal. Später würde ich mich um die aufständischen Gefangenen kümmern. Okay, das heißt, du brauchst Nahkampf für die Gefangenen zum Knüppeln. Du brauchst auf jeden Fall Handwerk. Und einen Wanderer. Das heißt, du solltest gesund sein. Gucken wir uns mal Fletcher an. Hast eine Schussnadel am Kopf. Ja, kommt von Gefangenen. Da hatte einer eine Schusswaffe mit ins Gefängnis geschmuddelt. Du kannst Nahkampf. Du kannst Handwerk. Und sozial für die Gefangenen. Alles klar. Heuermann ist da. Außer du willst ihn natürlich, du willst den nicht sein, dann... Guck mal, bist du gar Polizist? Ey, das ist ja hier um die aufständischen Gefangenen. Das ist doch ideal. So, weil du Wanderer bist, bist du eigentlich bei allen Kolonien zu Hause, würde ich sagen. Das heißt, da du keine eigene Kolonie hast, kriegt aber, wenn Dinom und Jugulias zustimmt, kommt in jeder Kolonie ein Haus für dich hin. Wie wäre denn das? Dass du so dein eigenes Haus überall hast, da wo du gerade bist, weil du halt auf Wanderschaft bist. Also der Wanderer finde ich eigentlich ultra cool, die Idee. So, wir machen aber mal weiter. Ich guck mal rum, was macht denn Dinom? Dinom arbeitet. Wie sieht's mit Essen aus? Schlecht. Generiere schon mal die Welt, wir fangen. Wer hat... Ja, Jugulias übertreibt mal wieder, wie immer. Dann machen wir zuerst die Dinom-Kommentare. Ich gehe mal los. Und liefere Nahrung für... Weil Heuermann ist ja noch nicht da, deswegen muss ich die Nahrung liefern. Ich nehme nur die Nahrung mit. Ich gehe erst zu Jugulias. Von Jugulias nehme ich die Nahrung mit und gehe dann zu Dinom, weil Dinom hat noch 4 Nahrung. So, das heißt... Mit Erin. Ich muss mal lesen... Also erstmal die Dinom-Kommentare. Wenn Mello im Dunkeln forschen will, lass ihn doch, Jugulias. Genau! Lass mich doch. Was machen wir mit Erin? So. Nee, ich will nicht die Möbel übernehmen. Ich dachte, ich wäre dafür eingeteilt worden. Wenn nicht, ist auch gut. Du willst nicht die Möbel übernehmen? Alles klar, dann übernimmst du nicht die Möbel. Ist doch überhaupt kein Problem. Arbeiten will ich hier aber nicht. Deshalb hau ich direkt wieder ab. So, ich hau ab. Ich nehme mit... alles. Und 2 von denen. So, wir müssen für ihn auch noch Klamotten herstellen. Stellen wir mal 2 Teile. Jugulias ist ja hart am Arbeiten. Finde ich gut. So muss das sein. Das lobe ich mir. Okay. So.
Also von mir aus muss es nicht friedlich sein, aber weniger nervig wäre halt schön. Das, ja, okay, wir können ja mal, weil ich hatte ja Bedrohungslevel 0 eingestellt und es war trotzdem nervig. Wir können mal auf Erbauer einer Gemeinschaft machen. Das heißt, wir kriegen trotzdem noch Angriffe. Gucken mal, wie das ist. Was macht Jugulias? Jugulias schläft. Ich hoffe, er vergisst sich nicht hier um Heuermann zu kümmern. So, wir verbieten erstmal das. So, weiter im Text. Ich bin eingetroffen. Sehr gut. Das heißt, ich bringe Nahrung. Und schnapp mir direkt eine und hau direkt ab. So, denn ich habe viel zu tun. Ich übernehme gerade die Aufgabe von Heuermann. Das kann ja nicht wahr sein. Ich brauche keine Nahrung für unterwegs. Ich hau einfach so ab. Ich habe gerade gegessen. So. Ich muss schon wieder mal klarstellen. Selbst wenn alle anderen bei mir endlich weg sind, brauche ich keine Feldarbeit. Weil ich ja keine Felder brauche, weil das Essen ja geliefert wird. Außerdem, aus dem gleichen Grund soll auch Kochen ausgestellt werden, wenn ich denn verhungere. Hast du die Herausforderung nicht gemeistert? Oder Jugulias war es? Ja, Jugulias ist schuld. Haben wir das auch geklärt? Gut, dann machen wir das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. Wir entfernen die Pflanzen. Entfernen die Dingens und entfernen den Boden. Das heißt, wir haben eine Fuhre Reis noch. Erin kann endlich abhauen. Endlich. Ja, zieh Leine. Verpiss dich. Hau bloß ab. Geh weg. Schande. Guck mal, Heuermann hat sogar hier auch noch... Das ist praktisch, dass das noch da ist. Wir machen die beiden erstmal in Krankenbetten. So. Wie lange hast du noch? 3 Tage. Ein Schamanenhändler bei Jugulias. Achso, ganz vergessen. Die Feldarbeit mache ich weg. Kochen ist weg. Aber Pflanzen... Waldarbeit hast du noch. Denn sonst erntest du das ja nicht weg. Was für ein Quest war denn das? Ach, das war das mit dem Dingens hier, oder was? Die Überlebenden. Irene, wer bist du? Und was war das für ein Dings? Haben wir irgendwas bekommen? Ich weiß es nicht. Handel mal. Eisenholz. Erstmal behalten wir das Eisenholz. So, ich will nicht, dass Bauen vor Feldarbeit ist. Oh, sorry. Okay, wir hauen schon mal das Storage rein. Den installieren wir neu. Jugulias, mach mal bitte. Danke. Denn jetzt machen wir hier dieses Food Shelf hin. So, ich bin auch endlich mal angekommen.
Gut, das ist im Moment noch die Verschwendung. Aber ich will hauptsächlich eigentlich hier nur forschen im Moment. So. So, der letzte Dinom-Kommentar. Alle Gebäude bei Jugulas sollen symmetrisch, langweilig sein. Also ich finde das Kino ja gut, aber die Regel ist Regel. Es muss also ein eigenständiges viereckiges Klotz werden. Stimmt, diese Regel hat Jugulas aufgesetzt. Das heißt, dieses Gebäude können wir so nicht machen. Aber die Doppeltür fand Jugulas eh doof, deswegen reißen wir die wieder weg. Haben wir Dach eingestellt? Falscher Reiter. So, wir setzen die Tür auch schon mal um. Hast du die Materialien für den Gun-Komplex? Nee. Fehlt Stahl. Stahl ist hier. Viel zu tun, wird Zeit, dass Heuermann wach wird. Ja, der hat keine Entspannung. Können wir den provisorisch? Wir können ihm provisorisch hier den Fernseher hinstellen. Okay, der kommt weg. Der kommt da rein. Oder wir machen das, den da rein. So, jetzt müssen wir den Strom aber wieder verlegen. Aber den, wo ist der Fernseher hin? Da. So, jetzt können wir den Fernseher hier hinstellen. Jetzt machen wir diese Blume noch hier hin. Damit der ein bisschen Entspannung kriegt, der Heuermann. Ich priorisiere das gerade durch. So, jetzt müsstest du Entspannung haben. Aber wir haben nichts, ja, wir hätten was zu essen, aber noch nichts Gekochtes. Wie sieht's bei mir aus? Bei mir gibt's tatsächlich nichts zu essen. Aeroflot, damit will ich nichts zu tun haben. Oh, die Pilze sind weg. Hatte ich nicht hier auch voll viele Beeren? Naja, was soll's. Komm, schauen wir mal was zu essen. Dinom hat noch Essen. Sehr gut. Haben wir der Handwerker gegeben? Wir müssen jetzt auf die Jugulas-Kommentare machen.
Ja gut, wir tragen das schon mal rein. Mach mal bitte meine Prioritäten beim Arbeiten. Hast du letzte Folge nicht gemacht? Ja, hättest du besser mal dabei geschrieben, was deine wie du die Prioritäten haben willst, denn ich weiß das nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, dass du kein Cycle und Forschung raus haben willst. War da noch irgendwas? Also wenn du was genau haben willst, dann musst du es wie Dinom mir nochmal genau schreiben, was du wie haben willst. Das ist ja das, so hat Dinom das haben wollen, so habe ich es eingestellt. Da fällt mir auf, den brauchst du aber auch, Hilfsarbeit. Das ist das, wenn wir sowas aus- und anschalten. Und unterhalten und aufsehen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich meine, das nutzt du ja eigentlich nicht, außer du hast dann irgendwen da. Aber das ist ganz allein deine Entscheidung. So, Dach entfernen. Bauen ist über Bergbau. Gut, du warst wahrscheinlich schon unterwegs. Ja, genau. Okay, da ist noch ein überhängendes Gebirge. Da müssen wir jetzt aufpassen. Der kann natürlich jetzt weg. So, kein Dach erstellen. Ach, ich hatte schon das gesamte Gebiet. Okay. Ist natürlich schade, dass wir das nicht hier drüber setzen können. Das wäre nämlich geil, wenn es gehen würde. Wir machen erstmal alles in der Nähe weg, oder? Ach, guck, hier ist sogar auch noch was. So, das heißt, wenn wir die beiden jetzt weggeruppt haben, schnappen wir uns den Dicken hier. Und danach geht's an die weiter Entfernten. Den machen wir als letztes. Und ich glaube, den als vorletztes. Weil Titanium, Wie geht's, Heuermann? Sehr gut. Du kannst bei den wilden Heilkräutern Doppelklick drücken, dann wählst du alle im Sichtbereich aus. Ist wahrscheinlich einfacher als jede zu suchen. Das habe ich doch gemacht. Ach so, du meintest ganz rauszoomen und das machen. Ja, gut. Ich weiß nicht, einmal habe ich es gemacht. So, es wurde alles angepflanzt. Nee, immer noch nicht. Okay, wir nehmen das Kochen. Lassen wir mal so. Du schläfst zu viel. So, Heuermann, da kommen wir nachher, das ist ja auch ein Kommentar von Jugulias. Mach mal bitte einen gescheiten Zeitplan und Beleuchtung, die Räume ein bisschen. Du hast Beleuchtung, du hast nur keinen Strom hier. Hast du nichts geglättet? So, was für ein... Also, einen gescheiten Zeitplan. Was für einen Zeitplan meinst du? Meinst du so einen, den ich immer gemacht habe mit Transport und Reinigen? Oder wie stellst du dir den vor? Da brauche ich mehr Details. Ich mache jetzt erstmal den, den ich immer gemacht habe. So. Das heißt, zwischen 20 und 18 Uhr Transport 1. Zwischen 16 und 18
Reinigen 1. Sehr gut. So. Oder meinst du mit Zeitplan das, dass du gar nicht das meinst? Das kann natürlich sein. Okay, ich mach den mal hier ein. So, gucken wir mal, ob das bei Entspannung reicht. So, Anfang und Ende des Tages. Du bist jetzt sozusagen Testperson. Ob das mit der Entspannung reicht? Wir müssen natürlich ein paar Tage durchgehen. Gut, der Fernseher ist eigentlich extrem effektiv. Habe ich eben gesehen, wie hier so... Wenn er an ist, im Moment ist er anscheinend aus. Na gut. So, jetzt steht hier natürlich noch, wenn Fletcher, wir haben den ja jetzt umgenommen. Also wenn Fletcher auf den Beinen ist, wird er für meine Karawanen, was der Heuermann eh machen wollte, und Transport und Reinigung zuständig sein. Also nach seinen handwerklichen Aktivitäten. Ja, also wir stellen dann Heuermann mal ein. Aufsicht finde ich gut. Tierpflege, nein. Unterhalten finde ich auch gut. Kochen, nein. Jagen, nein. Fischen, nein. Bauen, nein. Bergbau, nein. Steinbruch. Weißt du was, wir lassen Bergbau und Steinbruch mal drin. Schmieden. Ja, Handwerk, ja. Gut, das sind Standardteile. So, Transport. Nach den Handwerkssachen. Training. Forschen. Raus. Die anderen Sachen lasse ich drin. So, jetzt macht er als letztes dann noch Bergbau und Steinbruch. Ja, wobei theoretisch... Ich würde es gern drin lassen, und zwar um hier die Teile zu machen. So, die Sachen müssen natürlich auch reingetragen werden. Aber schon gut, dass wir hier auch den Zeitplan gemacht haben. Weil der ist ziemlich nice. Ich überlege, ob ich das bei mir und Dino eventuell auch so machen sollte. Wobei, bei Dino muss es Dino entscheiden. Wie sieht es denn bei mir aus? Gut, ich habe sowieso Transport und Reinigung ziemlich gut. Oder eher ziemlich viel. Guck, jetzt haben wir direkt einen Überfall. Das ist das halt jetzt, wenn ich so spiele. Das heißt, Überfälle gibt es noch. Und die werden später, je größer wir werden, auch umso stärker. Also, da können auch irgendwann 100 Gegner kommen, je nachdem, wie hoch unser Wert oder wie viel Zeit vergangen ist. Deshalb ist halt die Frage, willst du, dass gar keine Gegner angreifen oder willst du, dass Gegner angreifen? Solange stelle ich es auf friedlich. Du hast einen Bogen, ne? Sehr gut. Oh, Handwerk, bist du schon durch? Tatsächlich.
Das gibt sich erst an den Fallen vorbeigelaufen. Nein, ey. Komm schon. Ja, ich brauche ewig, weil wir Nacht haben. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Ich lade. Habe ich keinen Bock. Reg dich auf, Dinom. Ja, reg dich auf. Nerviger Schwierigkeitsgrad. Hätte ich nicht 20 Minuten aufgenommen, sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich die Folge gelöscht, neu gestartet. Aber so ist das Laden halt mit drin. Wenn mir nichts anderes bleibt, muss ich halt anders betrügen. Wobei, komm, 26 Minuten, scheiß drauf, ich lösche die Folge einfach und nehme ganz neu auf. Aber das wäre unauthentisch, deswegen lasse ich es drin. Ihr könnt meine Sünden ruhig sehen. So, wie viel habe ich gefailt? Alles? Direkt den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Ein Mann ist mir zu schwierig. Ich bin zu schlecht für RimWorld. Lebe ich gerne mit. Ist jetzt bei Juvulias das Zeitmanagement schon gemacht worden? Jetzt habe ich mir Arbeit aufgeheizt. Gut, dann habe ich verdient. Bin ich selber schuld. So, testweise. Jetzt muss ich Heuermann neu einstellen, oder? Ja, das also erst. Nope. 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 Wir machen es auch erstmal weg. Schmieden. Jo. Jo. Nope. 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 Wenn wir es haben, können wir es wieder reinnehmen. Erstmal die Grundursachen einstellen. So. Ich habe Forschen 5, das heißt, ich habe so wenig zu tun. Aber gut, Forschen ist meine Aufgabe als Dingens. Geothermie, ich könnte schon mal ein paar Ressourcen sagen. Ah, wobei, ich habe Ressourcen. Ich habe nur keine Nahrung. Was? Doch, ich habe Nahrung. 28 Mahlzeiten. Ja, noch keine Zeit zum Kochen. Gut, Julius hat sehr viel zu tun. Hier haben wir aber noch Nahrung. Wir müssen natürlich auch alle Steine wieder markieren, die wir wegruppen. Ah, sehr schön. Das gefällt mir. Das ist schon viel freundlicher. Ah, sehr schön. Besser als ein Überfall. Obsidian wieder. Oh, warte, meine Maus fängt an, Dreck zu machen.
Haben wir jetzt ein Mauspad geholt? Das heißt geholt. Habe ich bekommen. Da habe ich mir gedacht, komm, nutzt du das mal. Vorher habe ich nie ein Mauspad benutzt. Das ist jetzt eins, das mich nicht stört, weil das tatsächlich so dünn ist. Lustigerweise war das ein Werbegeschenk von meiner eigenen Firma, wo ich arbeite. Naja. Er hätte gedacht, dass die was hinkriegen, das Dach dennoch so gut ist. Weil ich hatte mal tatsächlich richtige Mauspads, so richtige Gaming-Mauspads. Die waren aber alle scheiße, deswegen habe ich nie eins benutzt. Aber das hier ist eigentlich relativ gut. Und das überrascht mich. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Küche kann ruhig außerhalb sein, aber soll ans Kühlhaus direkt anschließen. Und dann muss ich umplanen. Weil wenn ich hier die Küche hinmache, dann muss das Kühlhaus hier unten das große sein. Dann kommt hier oben die Schlachterei und hier noch eine Leichenhalle rein. Vielleicht bauen wir bei dir auch erstmal ein kleines Lager schon mal hin, damit wir hier schon mal aussourcen können. Oder ich baue die Küche hier mit rein. Überlegen wir nochmal. Wir machen hier, den hüllen wir aus. Machen wir hier die Leichenkammer hin. Dann machen wir hier die Schlachtkammer hin. Hier das ganze Teil wird Kühlhaus und hier unten die Küche rein. Dann könnten wir hier draußen Dings machen. Dann machen wir doch vielleicht einzelne Gebäude. Ja, so schwierig. Ist auf jeden Fall viel zu tun. So, wie sieht es mit deinen Bedürfnissen aus? Kacke. Weil du noch am Schlafen bist. Hör mal, wir haben 5 Uhr. Du hast einen Zeitplan, Kollege. Du musst jetzt aufstehen. So, du bist jetzt in Entspannung. Okay, du musst aber erstmal waschen und alles dingsen. Dann kannst du die Entspannung machen. Das heißt, eine Stunde zwischen Schlafen und Dings geht Entspannung nicht. Gut, wenn wir Fernsehen gucken, reicht es wahrscheinlich aus. Wir beobachten jetzt mal den ganzen Tag. Warum hast du Schmerzen? Ach so. Die müssen rein. So, ich will wissen, ob die Entspannung den ganzen Tag reicht. Oder ob wir eine Mittagspause einlegen müssen. Heuermann ist da. Sehr gut. Der geht erstmal kacken. Geht etwas spazieren. Weil du hier arbeitest, gebe ich dir trotzdem mal mit Feldarbeit. Nachdem du das alles gemacht hast. Und dann kriegst du auch den Bergbau. Damit du erstmal was zu tun hast. Weil wenn nämlich Jugulia sich aufs Kochen konzentrieren könnte, während du den Feldarbeit übernimmst, wäre das richtig nice. Im Moment bist du ja eher Laufbursche. Aber du bist ja auch für die Karawanen zuständig. Das heißt, wir brauchen mal Kleidung. Jugulias, kannst du mal schnell bitte Kleidung herstellen? Kann man die nicht zusammenlegen? Hier zusammenlegen. So, und jetzt stellen wir bitte Kleidung für Heuermann her.
So, Absturz. Ein friedlicher, warum? Weil blauer Name. Wer ist böse, wer ist roter Name? Und wir könnten ihn einfach so angreifen. So, Heuermann kann ja sich was anziehen. Wenn er will. So, jetzt kommen noch die Hüte. Okay, er zieht sich was an. Sehr gut. Jugulias ist gestresst. So. Damit du schneller... Ah, du bist jetzt bei Entspannung, okay. Du gehst aber direkt schlafen, weil die Entspannung nichts gebracht hat. Okay, dann machen wir das so. Im Zeitplan. Wir machen hier nochmal Arbeiten hin. Und dafür verlängern wir die Entspannung um eine Stunde. Heuermann, das ist doch mal hier ein Mann, der, guck mal, der räumt hier alles auf. So muss das sein. Hast du eine Hose an? Hast du. Sehr gut. Guck mal, jetzt putzt er auch noch. Wenn er fertig ist, kann er erstmal auf Wanderschaft gehen. Nahrung holen, wir müssen ja die noch mal wieder versorgen. So, beim Kino bitte die zwei Türen durch Wände ersetzen und die Wand zwischen den Türen durch eine Tür ersetzen. Also, normal. Ich wollte es extra ein bisschen spezieller machen, aber gut. Habe ich ja jetzt gemacht. Den Berg kannst du von mir aus anpassen, also unattraktive Ecken wegreißen. Wir sind ja schließlich Menschen. So, ohne Angriffe kannst du das mit dem Hunden vergessen. Und die waren auch eher fürs Training meines Tierskills gedacht. Okay. Neue Regel bei mir. Alle neuen Gebäude werden aus Stein gebaut, außer Türen. Gut, da müssen wir schon mal Stein... Oh. Euer Mann hat ja erstmal ein Notfallbett. Der ist ja überall zu Hause. So. Wir fangen an, weiter Berg wegzuruppen. Jetzt muss ich natürlich die Dachzonen aufpassen. Jugulias? Hier gibt's Beef. Euer Mann, du auch? Wir haben Alpaka-Fohlen verloren. Schade. Hier, da ist das Messer. Ich habe das schon gesucht. So, bei mir kommt ein Händler. Handeln wir doch mal mit dem. Ich verkaufe ihm den Eisenholz. Das ist schon bei Jugulias alles. Und ich sammle ein bisschen Silber. So, wir haben sie gerettet und sie kann wieder gehen. Sehr schön. So, ich wollte jetzt eigentlich noch einen Raum bauen, das als Lager fungieren soll, damit wir den Kram hier rausholen können. Problem ist, ich brauche jetzt Steine. Das heißt, jetzt muss Heuermann erstmal losziehen und Ressourcen sammeln. Er ist ja auch fertig mit Sortieren und Bauen.
Hä, ich hab ich. Weil ich geladen habe, ne? Ja, das ist die nächste Strafe, weil ich geladen habe. Müssen wir noch mal Stunden warten. Oh, ging ja doch relativ schnell. Kann ich mir den angucken? Hier ist das Gefangenenlager. So, wir schicken ihn erstmal zu mir. Weil da kannst du dann direkt Nahrung holen. Wir nehmen direkt Nahrung mit. Und wir nehmen auch direkt Kräutermedizin mit, dass wir die schon mal ein bisschen aufteilen. So, wenn er dann zu mir kommt, nimmt er noch mehr Nahrung mit und geht dann zu Dinorm. Könnte ich bei mir eigentlich schon irgendwas Hightech-mäßiges bauen? Eine Schmelze? Mechanik kann ich noch nicht, muss ich noch erforschen. Alter, was ist das denn? Jugulias hat also auch einen antiken Schrein. So, bei hier müssen wir auch extrem aufpassen auf das Dach. Ne, weil wenn wir das ja jetzt so kappen, so. Da muss ich mir jetzt erstmal keine Sorgen darum machen. Na, bei dem hier höchstens. Mach mal bitte den noch weg. So, jetzt können erstmal alles so weggeruppt werden. Lilia wollte doch gehen. Warum liegt die noch hier? Ja, wir haben nichts. Ich ziehe einfach weiter. Alles, was wir haben, ist für die Norm. Na, ich bin ja... Heuermann ist ja bald da. Heuermann ist leider nicht so schnell wie ich, weil er keine bionischen Sachen hat. Apropos bionische Sachen, habe ich die schon in die Vor-, nee, Mikroelektronik fehlt, habe ich vergessen. So. Nein! Wieso? Was zur Hölle? Greifen die an, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, ich muss ihn retten. Komm, geht schlafen. Genau, geht schlafen. Okay, sie schlafen. Retten. Sehe ich natürlich nicht, wie es Heuermann geht. Gut, das hat funktioniert.
Wir geben ihm auf jeden Fall den Schildgürtel. Hat den linken Daumen verloren. Gut, er wird's aber überleben. Unerwartet. Das hat, normalerweise ist er immer von da gekommen. Dass er jetzt auf einmal von da kommt, gefährlich. Das heißt, hier ist jetzt noch gefährlich, wenn man von da kommt. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Das muss ich auf jeden Fall wegmachen. Wir müssen die anders holen. Wenn die nächste Nacht schlafen, müssen wir die rausholen. Ich meine, die beiden schlafen noch. Wieso kann ich die nicht tragen? So schnell, bevor die aufwachen. Weil man könnte laufen. Wieso trägt sie die nicht da rein? So, die sind wach, ne? Nee, die schlafen noch. Oh, das ist jetzt aber gefährlich. Das Messer verbieten wir. Oh, 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 oh. Nein, nein. Komm schon. So, jetzt musst du oben rumgehen. Wir haben das nur ein bisschen schon mal da aus der Ecke rausgeholt. Wir verbieten die auch erstmal, damit da jetzt keiner hingeht. Wenn die dran vorbei sind, könnten wir es mal schnell holen. Genau, ich gehe jetzt erstmal ein Essen. Bis dahin müssen die durch sein. Mufflons! Stufe 5, zähmen. Wilde Mufflons, dass ich das mal erleben darf. Der schläft noch, sehr gut. Jetzt muss ich mich aber Oh, die nähern sich. Da habe ich jetzt pausiert immer. Damit ich halt reagieren kann, bevor der schießt und alles wieder pullt. Deswegen habe ich jetzt pausiert. Klar, das ist ein bisschen gecheatet. Aber ich habe ja schon geladen. Also was soll's. Der Blame ist mir eh sicher. So. Da haben wir das nochmal abgewendet. So, der kriegt auf jeden Fall den Energieschild hier. Meisterlich sogar. Warum bist du noch da? Hau doch ab. Och, die ist so zufrieden. Dabei hat die doch beschlossen zu gehen. Ja gut, wir warten jetzt erstmal, bis der wieder geheilt ist und dann schicken wir den los. Oh, das ist gar nicht gut.
Ich weiß gar nicht, wie stark die Dinger sind. Wo fülle ich denn Wasser auf? Die Dinger füllt man mit Wasser. Wie geil, ich dachte mit Holz. Sonst war es immer Holz. Liegt vielleicht am Hygienemod. Oh, da habe ich ihn gut getroffen. Der ist schlau. Boah, der ist aber heavy, Alter. Drei Fallen hält er aus. Ja, zwei Fallen und ein paar Pfeile. Der ist nicht übel. Hätte ich ihn gar nicht zugetraut. Vergiss nicht, den zu zerschnetzeln, ne? Wollte ich schon gesagt haben. Jugulis, wie viel hast du auf Tiere? Vier, das heißt, du könntest auch noch keine Mufflons zähmen. Na gut, aber das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.